Hey Freunde und herzlich willkommen zu mir, Wizard. Heute geht es um das Thema die negativen Seiten einer Schizophrenie. Ich weiß, man denkt, wenn man Schizophrenie hört, nur mal gleich negativ. Schizophrenie ist eine Krankheit, ist böse. Und das stimmt teilweise. Ich meine, böse ist nicht. Eine Krankheit hat keine bösen Absichten. Es ist einfach eine Krankheit. Meiner Meinung nach eine, die was man kurieren kann. Ich meine, ich habe zwar trotzdem Halluzinationen, also keine echten Halluzinationen, muss man auch dazu sagen, sondern Pseudo-Halluzinationen. Der Unterschied ist, bei echten Halluzinationen weiß man nicht, ob das echt ist oder nicht. Man glaubt, dass es echt ist. Es ist richtig real, eine echte Halluzination. Bei einer Pseudo-Halluzination weiß man, dass es eine Halluzination ist. Okay, das wäre eine super Erklärung. Auf jeden Fall, weiter geht's. Die negativen Seiten sind eigentlich, ja, man hört Stimmen im Kopf, man hat oft Angst, weil die ärgsten Sachen passieren, und wer hätte nicht Angst, wenn man eines Tages einfach eine bösartige Stimme, einen wütenden Gott, nicht bösartige Stimme, steht euch einmal in den Kopf vor, ihr seid ganz normal am Tag, seid irgendwie, habt die ganze Zeit schon Stimmen gehört den ganzen Tag, also von anderen, dass andere über einen reden, wo ich lustigerweise heute auch gedacht habe, dass das so ist, aber das war nur ein bisschen, war nicht so. Ich meine, sonst war es auch nicht so. Stellt euch, das ist ein Gedankenexperiment, ihr stellt euch jetzt einfach vor, ihr geht irgendwo, seid irgendwo im Dunkeln, es ist schon Nacht, und auf einmal hörst du eine Stimme, die sagt, oder so, tu das, wär's gut. Das ist natürlich am Anfang sehr irritierend und auch gruselig. Man hat Angst davor. Oder wenn man irgendwelche Schatten sieht, irgendwelche bösartigen, oder die irgendwas machen, müssen nicht bösartig sein, aber so Schattenwesen einfach, die sich bewegen und herumgehen in dein Zimmer und dich anschauen, wo es Berührungen, Gerüche und so weiter. Ich habe sogar echte Schmerzen gehabt. Und jetzt habe ich gerade eine super Story für euch. Die ist mir gerade eingefallen und die erzähle ich euch heute. Live. Also nicht live, aber heute. Jetzt, hier und jetzt. Und zwar von Gott und dem Teufel. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt einmal von Anfang. Das ist Storytime. Schizo Storytime. Auf jeden Fall, eigentlich wollte ich ein Gedankenexperiment machen, aber jetzt würde ich das gerne erzählen. Auf jeden Fall, obwohl ihr könnt eigentlich mitdenken gleich, als Gedankenexperiment natürlich nur. Was würdet ihr machen, wenn es, von einem Freund habe ich ein rotes T-Shirt geschenkt gekriegt, wo ein Teufel oben war, habe ich mir am Anfang nichts gedacht. Aber in der Schizophrenie, weil ich ja gockert habe, habe ich gedacht, boah, das T-Shirt, das ist der Teufel. Und das Lustige daran ist, dass dieser Teufel am Anfang für mich in meiner Erinnerung lächelnd ausgeschaut hat auf dem T-Shirt und dann komplett arg einfach. Ich weiß nicht, ob das eine Halluzination war, ob ich das T-Shirt schon so bekommen habe, aber auf jeden Fall habe ich es mit dem Messer zerschnitten und ich habe dann wirklich einen Teufel im Zimmer gehabt. Und das Blöde ist, ich habe die Schmerzen gespürt, die er mal gemacht hat. Und dann müsst ihr euch denken, dann habe ich von Gott quasi, hat sich so ein bisschen was Lichtvolles geöffnet, hat ausgeschaut, als wäre so ein Licht und eine Hand, die den Teufel immer wieder zurückzehrt von mir. Und ich würde genauer reingehen, aber ich kann es gerade nicht genauer wiedergeben. Auf jeden Fall, stellt euch vor, ihr seid im Bett, habt Angst, dass ihr verflucht worden seid, weil die ganze Zeit irgendwelche Stimmen das sagen und so, und sagen, dass sie verfluchen und so. Und dann kommt auch noch der Teufel und man spürt die Schmerzen. Und ich bin einfach im Bett gelegen und da gibt es doch sehr viel zu erzählen, aber im Prinzip war es ja nicht Gott, sondern mein Gehirn, das das fantasiert hat. Aber die Schmerzen, das Problem ist bei Schizophrenen, aber ich habe auch schon gehört, ich habe eigentlich ziemlich viel Glück gehabt, weil es gibt Schizophrene, die wirklich andere Menschen sehen, habe ich mir auch schon gedacht, wenn man das einbildet, aber die waren dann doch immer da, aber die sehen Menschen oder irgendwelche Wesen ganz in echter und nicht nur als Silhouette, als Schatten. Und ja, da habe ich eigentlich, ich habe meinen ersten Respekt vor den Leuten, die sowas sehen und da ruhig bleiben können. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde. Wahrscheinlich, ich würde es einfach nicht erpacken, ich würde mich noch Mauer, also in die Psychiatrie einweisen lassen, wenn ich irgendwelche Wesen sehe, die nicht da sind.
Obwohl, das habe ich eigentlich auch schon gehört beim letzten psychotischen Schub. Da habe ich zum Beispiel, ich habe schon mal darüber geredet, dass alles, was im Universum ist, jede Serie und so, und dass es den anderen Universen wirklich gibt. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich da zum Beispiel einen Rick gesehen oder von Willkommen in Gravity Falls, die Mabel und Tipper. Also nicht das Ganze da waren, aber schon ziemlich real. Aber halt, dass man weiß, dass noch, ich meine, da habe ich es nicht gewusst in den Schub, aber jetzt, wenn ich so sage, weiß ich, dass das nur Einbildung ist. Und ja, das war schon, wenn ich wahrscheinlich mehr Drogen genommen hätte oder länger gewartet hätte mit der Medikation, dann hätte ich die wahrscheinlich da herumlaufen sehen schon. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt aus der shitty Schizophrenie. Das ist eigentlich wieder das Thema, wo ich hin wollte. Und zwar, Schizophrenie kann echt negativ sein. Man kann auch viel mitnehmen von einer Schizophrenie, aber das dauert. Man lernt immer besser und irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich schon besser, weil ich Dinge mache, die was mir gut tun. Ich bin richtig eingestellt mit Medikamenten und so kann man ein ganz normales, geiles Leben führen. Sogar noch geiler, weil ich jetzt YouTuber bin. Und wenn es wirklich was wird mit meinem Hobby, dann nächstes das Leben. Geil. Also macht's einfach, was wollt ihr zum Schluss, vielleicht noch ein bisschen ein Motivationsvideo, ein Buchtipp. Wenn es ein spannendes Buch haben wollt, ein sehr interessantes, würde ich euch Ein Café am Rande der Welt empfehlen. Das ist jetzt irgendwie so ein Mischvideo, einfach so ein bisschen Realtalk, ein bisschen Storytime, ein paar Buchempfehlungen. Also, aber alles cool jetzt. Kleiner Dumprip, ich weiß nicht, ich muss irgendwie was in der Hand halten. Auf jeden Fall, ja, Buchtipp ist draußen. Ich krieg kein Geld dafür, ich mache keine Werbung dabei. Auf jeden Fall, alles gut. Jo, ich würde sagen, ich komme nochmal auf die Schizophrenie. Bei Schizophrenie ist auch witzig, dass man einfach alles so extrem, ich war schon immer ein sehr feinfühliger Mensch, finde ich persönlich, und ich habe sehr starke Emotionen, und bei der Schizophrenie, ich habe sogar Freudentränen gehabt, ich habe Todesangst gehabt, das ist alle Gefühle dabei. Und bei mir war es halt so dann am Schluss von meinen starken Gefühlen, kann ich sagen, dass sich alle meine Gefühle wie Hass, Selbsthass, Trauer, Liebe und so, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, das hat sich verschmolzen und das hat sich richtig ekelhaft angefühlt. Da war ich gerade in der Psychiatrie, glaube ich, und dann habe ich halt eine Zeit lang gar nichts mehr gefühlt. Jetzt weiß ich, dass ich schon noch fühle, nur abgeschwächter. Und jo, also Schizophrenie. Seid dankbar, wenn ihr es nicht habt, und wenn ihr es habt, macht das Beste drauf und fallt nicht auf die Mindtricks rein. Nehmt eure Medikamente und macht Therapie, macht das, was euch gut tut. Und denkt nicht so viel dran, lebt einfach euer Leben. Ich weiß, wenn man mit Schizophrenie hat, ist man oft schwer betroffen halt. Das ist ein bisschen unlogisch. Okay, das Video wird schon ein bisschen zu lang, auf jeden Fall. An alle Kranken und Gesunden da draußen, ich wünsche euch nur das Beste und viel Gesundheit. Und jo, ich lasse für heute, bevor ich nochmal blödsinn rede. Ich muss mir das mal anschauen. Okay, ich bin noch einmal, das wird jetzt keinen Sinn haben, wie das im Video drin ist, aber ich wollte noch ein Schlusswort sagen, und zwar: Wenn ihr was über Schizophrenie wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr was über mich wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas in die Kommentare schreiben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und lasst bitte ein Abo und ein Like da, shared das Video, falls ihr irgendwelche Angehörigen oder Bekannten habt oder Leute, die es interessieren könnt. Verbreitet es ein bisschen, ich wäre euch sehr dankbar. Auf jeden Fall, das Video ist zu Ende und schönes, warte mal, es ist Montag, schöne Woche. Peace out, Leute.